Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge des Game Dev Tycoons. So, und ich will diese Folge manchmal um einen Publisher-Vertrag kümmern. So, gucken wir. Eine Lizenz dafür. Film ist nicht erforscht. Abolition ist nicht erforscht. Da können wir was machen. Mindestbewertung 7. Zielgruppe Kinder. Hey. Komm. Machen wir. Mittleres Kinderspiel. Child's Play. Ich glaube, so hieß dieses furchtbare Remake von Chucky in der Mörderpuppe. Für Kinder. Spielengine auswählen. Die zweite. Das ist vorgegeben. Rollenspiel. Okay. Okay. So wie es aussieht, nutzen ziemlich viele Spieler Raubkopien von Katastrophen, die Rückkehr. Ich habe es geschafft, einige von ihnen auswendig zu machen. Ich will sie warnen. Einmal ein Schuss vor dem Bug, danach wird reagiert. OU Productions hat kürzlich Warnmeldungen an einige Spieler versandt, die Raubkopien des Spiels Katastrophen die Rückkehr benutzen. Software-Parodie ist ein immer größer werdendes Problem. Manche Unternehmen investieren sehr viel Geld und Aufwand, um gegen Raubkopien vorzugehen, während andere argumentieren, es sei besser, die Sache gelassener anzugehen und stattdessen in bessere Spiele zu investieren. Wir haben 190 Fans dazu. Sehr gut. Gut, Edwin ist jetzt auch wieder da. Ganz hoch. Und da. Wie, der kriegt eine Gehaltserhöhung. Da möchte ich aber auch noch ein bisschen drüber quatschen vorher. Was soll das? Durchschnittswertung von 7 brauche ich. Eieiei. Okay.
Okay, wenn ich brauche jetzt mindestens eine 8. Okay, verdammt. Damit habe ich den Vertrag nicht erfüllt und muss eine Strafe zahlen. Klasse. Oh, verkauft sich aber echt gut. Vertragsstrafe, geil. War egal, ich krieg ja noch ein bisschen Kohle. Technologie und Rollenspiel ist eine schreckliche Kombination. Ach was. Aber trotzdem 1 Million Mal verkauft. Das ist ein neuer Kassenschlager. Toll, noch eine Strafe. Ja, den hätte ich auch anders nicht geschafft. Okay, wir machen ein neues Spiel. Dann machen wir sag mir's. Dann machen wir eine neue Engine. So, Strategie. Für Strategien machen wir Dungeon. Hatte ich doch, oder? Ja, hier. Für allgemein. Plattform. Wird Strategie schon. Wird mir schon was bringen. Spiel Engine 2 und wir nennen Dungeon. Wiedergeburt. Babam. Kaltblei ist echt nicht schlecht. So, das ist jetzt ein Strategiespiel. Story und Quests sind da eher wenig. Gameplay ist da vor allem wichtig. Oh, das Nachfolgemodell von Nintendo. Okay. Okay, super Tess. Ich habe gehört, dass 4U Productions gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren? Natürlich. Wie ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs von Dungeons die Wiedergeburt? Glauben Sie, das Spiel wird gut angenommen? Wir sind bescheiden. Danke für Ihre Zeit. Oh, es ist ein Hype endlich da. So. Kann man so lassen. Simplei wurde vom Markt genommen. 1,4 Millionen Einheiten verkauft. Geil. Damit wirklich eins der besten. Sound ist wichtig. Grafik ist beim Strategie weniger wichtig. Oh, kann man so lassen. Na, ich denke, das wird von den Punkten her eins der höchsten werden. So, neue Plattform wurde veröffentlicht.
Aha. Erste Bewertung, jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Oh, geil. Jawohl, ja. Also 7 ist für mich noch annehmbar. Alles darunter ist nicht annehmbar für mich. Ach, Mist. Ja, meinetwegen. Casual-Spiel und dann haben wir es. Ach, schade. So, eigene Engine erstellen. Nun, 2 brauche ich ja nicht mehr. 3D-Grafik brauche ich. Oh, Woni meldet sich jetzt auch endlich mal. Hey. Es ist schön, wie jetzt so ein bisschen die Geschichte der Videospiele auf die Schippe genommen wird. Ich meine, es war ja auch wirklich so gewesen. Ja, das ist Sony und PlayStation, yay, yeah, arbeiten zusammen. Hä, was? Doch nicht. War ja ein bisschen was los gewesen. Hat gut Umsatz gebracht. So, eine neue Spiele-Engine. Dann machen wir jetzt mal noch einen Publisher, eine Arbeit. Mindestbewertung 5. Irgendein Thema, irgendein Genre. Lowot. Ich weiß, wen wir da holen. Ich weiß, wen wir für Lowot holen. War das beliebte Spiel Bossig. Wer kennt's nicht? Thema wählen. Es war ein Cyberpunk-Game, muss ich erinnern. Bossig war ja Cyberpunk. Dafür benutzen wir jetzt mal unsere neue Engine. Achso, Plattform. Ich glaube, auf der Super-Test ist das damals gelaufen. Eine Durchschnittsbewertung von 5 kriege ich hin. Ah! Verdammt.
Wir müssen ein Patch machen, ansonsten verlieren wir da zu viele Leute. Das geht nicht anders. Also wir verlieren das Vertrauen der Leute. Das geht nicht. War ja auch unser Fehler gewesen. Sagen, irgendwas stimmt doch da. Ach, wie viel Konsole? 4 Spiele und 1,1 Millionen haben wir da eingenommen. Eieiei. So, der muss jetzt ein bisschen was machen. Open World. Was Design angeht, wird das, glaube ich, das bis jetzt höchst bewährteste. Eieiei. For You Productions hat kürzlich einen dringend notwendigen Patch rausgebracht. Ein Fan sagte, ich liebe Firmen wie For You Productions. Sie wollen ihre Kunden nicht einfach das Geld aus der Tasche ziehen, sondern verstehen auch unsere Anliegen und stellen sicher, dass wir unsere Spiele auch wirklich genießen können. So sollte es sein. Sehr gut. Neuer Rekord. Mehrspielermodus, verbesserte KI. Alter, jetzt ist das alles dazu. Und der ist ein. Wow, im 5er-Bereich mussten wir es und... Geil! Eine 9. Okay, selbst wenn jetzt niedrigere Bewertungen kommen, wir haben es erfüllt. Alter, geil, eine 10! Vielen Dank, Game Hero. Wow. Ja, geil, es ist noch höher geworden. Alter, das wird unser bestes Spiel. Das Spiel hat die geforderte Bewertung erreicht. Geil, gibt jetzt auch noch eine kleine Belohnung. Okay, Spielbericht erstmal erstellen. Und wir machen jetzt mal... Was habe ich noch? Noch von Lobot. Ich würde gerne irgendwas Kleines machen. Spiel mit dem Werwolf. Bringt mir nichts, weil ich ja keinen. Wir machen was Kleines für Kinder. Machen wir nochmal ein virtuelles Haustier. Schon. Aber auf der Supertest haben wir ja noch gar nichts da in der Richtung. Super Cat Fighter. Ja, da freue ich mich drauf. Machen wir auch wieder ein 2D. For You Productions überrascht uns mal wieder mit einem sehr unterhaltsamen Spiel. Der Ausdruck Dialogbaum wird Bossig wirklich nicht gerecht. Dieses Spiel hat viel eher einen Dialogwald. Im Positiven. Zusammengefasst, bestes Spiel aller Zeiten, Jörg Longer. Ernsthaft. Gott, wie geil. Gott, wie geil. Okay, also Simulation. Brauchen wir keine Story und Quest, das geht weg. Machen wir das hier. Oh, das kriegt. Ach du Scheiße.
Kann ich keine Forschung machen? Ah, in Zeitschriften werben. Okay, machen wir eine kleine Kampagne draus. Das wird, also, ich wollte gerade sagen, das gibt doch mindestens einen neuen Rekord. Erste Bewertung, schauen wir mal. Oh, das bringt auch echt gut was. Ein weiteres unvergessliches Spiel von 4U Productions. Nur ein Spiel mit Einhörnern, Regenbögen, Piraten und Ninjas könnte möglicherweise besser sein. Andrew McNabber. Okay. Ich find's geil, wie sie hier die berühmten Namen ein bisschen auf die Schippe nehmen. Wow. Auftrag erfolgreich. Bluebit Games. Oh, geil. Für Bluebit, da habe ich natürlich auch was. Bluebit, Entschuldigung. Die Dableiber. Also wenn ihr drauf kommt, welches Spiel damit gemeint ist. Thema wählen. Nein, wisst ihr was? Wir machen nicht Leben. Weil neue Themen. Cat Fighter wurde vom Markt genommen. 140.000 Käufer. Möchten Sie hiermit offiziell einladen, an der größten Spielemesse der Welt, Games, 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 auch als G3 bekannt, teilzunehmen? Ja. Das ist geil. Machen wir. Oh, ich habe gar nicht geguckt, was die Voraussetzung ist an Mindestbewertung.
Oh, geil. Oha. Okay. Das sind echt durchwachsene. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob wir da Glück haben oder nicht. Hat die Bewertung erreicht, okay. Okay, das ist geil. Gut, bis jetzt hat mir die Dableiber gut was gebracht. Also mehr Einkommen als Verlust. Ach, das kann ich ja allgemein mal sehen, die Dableiber. Bis jetzt, okay, hat es mir mehr Profit. 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 Oh, Katastrophen, die Rückkehrer hat mir Minus. Aber gut, es war nicht so viel. Das hat mir... Aber bis jetzt muss ich sagen, war es eigentlich immer so, dass ich Glück hatte. Immer Profit hatte. Ich will einen großen Stand haben. Viel zu heiß in unserem Büro und Hitze wirkt sich bereits negativ auf die Arbeit aus. Komm, machen wir. Klimaanlage. Oh, sehr cool. So. Neues Spiel entwickeln. Komm, für Bluebit machen wir noch was. Detektiv Conan. Da ist noch nie einer drauf gekommen. Ach verdammt, warte mal. Muss ich ja erst fertig erforschen. So, jetzt aber. Halt. Publisher. So. Conan. So. Ich sehe gerade, die Folge ist ja mal völlig eskaliert. So, und deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle auch sagen, dass wir die Entwicklung da von Detektiv Conan auf die nächste Folge verschieben, Leute. Es war schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut, bis dann und ciao.